Sie brauchen finanzielle Zuschüsse über Zuschüsse. Bitte können Sie doch bitte mich mal ausreden lassen. Aber das ist so schrecklich. Ja, ich bin dafür. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie brauchen finanzielle Zuschüsse über Zuschüsse über. Und von einer Analphabete muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Den Green Deal, damit wir unsere Stahlwerke hier in Deutschland umbauen. Ja, und Sie sind dafür. Und ja, ich bin dafür. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Einfach nur köstlich. Unsere beste Außenministerin aller Zeiten kann noch nicht mal das Wort finanzieller Zuschuss aussprechen und will hier unserem Doktor erzählen, wie Wirtschaft funktioniert. Ich will den Industriestandort Deutschland und den Stahlstandort Deutschland retten. Ja, dafür bin ich. Und deswegen jetzt Sie zum Beispiel. Bitte können Sie doch bitte mich mal ausreden lassen. Aber das ist so schrecklich. Sie als grüne Politikerin wissen, was die zukünftigen Märkte sind. Sie wissen, wie man die Industriestruktur so ändern muss, dass möglichst viele Jobs und eine hohe Rentabilität entsteht. Sorry, das wissen Sie gar nicht. Das ist eine Anmaßung von Wissen. Nicht persönlich, aber die diesen Standpunkt vertreten. Aber ich rede doch mit Industrie. Ja, nur weil Frau Baerbock mit der Industrie redet, denkt sie jetzt, sie könnte die gesamte Wirtschaft planen, wie im Lehrbuch, und alles würde super funktionieren. So funktioniert Marktwirtschaft nicht. Das können nur die Firmen selber entscheiden. Die müssen die Märkte abschätzen. Ja, Herr Sinn bringt es hier perfekt auf den Punkt. Man gerade bei der Stahlindustrie alles dafür zu sorgen, dass wir zukünftig noch Stahl in Deutschland, in Europa produzieren. Und das wird nur funktionieren, wenn es grüner Stahl ist. Deswegen müssen wir umsteigen, die Stahlwerke klimaneutral zu bekommen. Völliger Bullshit. Wenn die Stahlwerke nicht hier in Europa sind, dann sind sie irgendwo anders in Indien oder China zu deutlich schlechteren Bedingungen für unseres Klima und für unsere Umwelt. Und glauben Sie mal, wenn der Trend in irgendeine Richtung ginge, dass die Leute jetzt plötzlich Elektroautos von alleine kaufen wollen, dann würden die Firmen gerne dann natürlich investieren. Da brauchen sie sie nicht zu zwingen, bestimmte Dinge zu machen. Der Preis, der CO2-Preis, würde ja die Lenkungswirkung haben. Okay. Und mehr nicht. Dann haben die Politiker allerdings nicht mehr viel zu tun. Dann brauchen wir die ganzen Gesetze und. Ja, Herr Sinn bringt es hier perfekt auf den Punkt. Man könnte eine Steuer auf CO2 erheben und das hätte eine marktwirtschaftliche Wirkung, sodass an den Stellen, an denen es besonders sinnvoll ist, CO2 eingespart werden würde. Das wäre der beste Weg, wenn denn Klimaschutz wichtig ist. Und der Habeck. Eine Form, die jetzt zeitgemäß ist wie keine andere, die eine quasi osmotische Verbindung zur Wirklichkeit herstellt, wo die progressiven Kräfte rein diffundieren können in die Partei.